So, Versuch Nummer 2, Digga. Läuft alles? Läuft, ne? Okay. Moin, 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 moin. Was geht, was geht, was geht, was geht? Wir sind einfach blöd, weil es zu warm ist. Krass, Leute. Flockerino Nummer 2 together. Es ist krank, ey. Es ist schon wieder so heiß, ne? Du hast schon wieder nicht geschlafen letzte Nacht, ey. Aber ich habe schon wieder nicht geschlafen. Ich bin total fertig. Ich habe super geschlafen und deswegen fange ich auch gleich direkt mit dem ersten Thema an. Wir sind nämlich höchst motiviert, euch diese Woche noch nicht einen, sondern 2 Streams anzubieten. Und das finde ich doch extrem geil. Wir haben auch Bock, auch wenn das hier wirklich sehr warm ist, aber es ist uns total egal. Wir streamen heute um 21.30 Uhr. Genau wie Montag. Wir streamen heute 21.30 Uhr und zwar wird Devious Dungeon gezockt. Yo. Warum zocken wir das? Weil ich es geil finde. Das ist ein guter Grund. Ich finde, es ist ein cooles Game. Das ist ein Grund. Der nächste Grund ist, es gibt es morgen um 17 Uhr bei PlayAsia vorzubestellen. Ja. Und wir dachten, vielleicht für euch ganz interessant zu sehen, ob das Spiel was für euch ist oder halt nicht. Ja. Ne? Das ist ein richtig schöner Pixel-Style, Roguelike, ja, Dungeon-Crawler, Plattformer, sowas in der Art. Genau. Das werden wir heute Abend spielen. Genau. Und zwar so ungefähr eine Stunde. Ja. Ne? Plus, minus. Ne? Kennt uns ja. So ungefähr, wir peilen eine Stunde an und dann mal gucken, ob wir dann geschmolzen sind oder nicht. Und das noch nicht genug, wir streamen morgen direkt nochmal. Geil. Geil, hammergeil. Geil. Und morgen machen wir das Ganze ein bisschen spezieller, denn wir zocken morgen nicht einfach nur, sondern richtig obergeil. Wir hauen morgen mal wieder einen raus. Yo. Alter, und diesmal wird es richtig krank, was wir euch da anzubieten haben. Und zwar geht es um dieses Spiel hier, Runbow. Und wir haben von euch, von Game Fairy, ja, das Spiel physisch bekommen zum Verlosen. Na, in dieser schönen Verpackung mit Soundtrack und was weiß ich, was da noch drin ist. Und wir machen das morgen so, dass wir ein Unboxing zusammen machen im Livestream. Mhm. Also ne, euch zeigen, was da alles so drin ist. Ja, das machen wir mit meiner Kopie des Spiels, damit ihr dann wirklich auch eine Sealed Copy bekommt. Ja, und dann spielen wir das Spiel ein Ründchen. Wie lange? Keine Ahnung, je nachdem. Halbe, dreiviertel Stunde, mal gucken. Und machen dann eine schöne Verlosung, Alter. Genau. Und das Spiel kommt offiziell am Freitag raus. Also wer dann nicht gewinnt und das Spiel haben möchte, der kann sich das natürlich dann noch ordern, ne? Also sowas Geiles haben wir, glaube ich, selten verlost. Ja. Hammergeil. Also auch vielen Dank nochmal an Game Fairy für das, ja, für das zur Verfügung stellen dieser Variante. Supergeil, ne? Genau. Danke an Tim, falls du das siehst. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr nice, ne? Ja, was gibt's noch so auf dem Zettel? Sonst auf dem Zettel haben wir noch Belgien. So ein kleines Fazit, ne? Wie es denn gewesen ist. Ich kann für mich schon mal sagen, ich fand's hammergeil, eine hammergeile Aktion. Ne? Wir haben es ja gestern Morgen schon erzählt. Ich habe wenig geschlafen, 4 Stunden geschlafen. Und wir waren nach... Es war noch einfach fast 40 Grad. Wir waren nach 14,5 Stunden wieder zurück und ich war fertig wie ein Brötchen. Ja. Das war krass. Aber das hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an den guten Ed, ne, von Ed's Retro Geek Out. Verlinken wir mal oben in der Ecke, der uns dadurch seine Landeshauptstadt geführt hat. Und wir waren in insgesamt 6 Retro-Gaming-Läden. Zum Teil war das wirklich absolut krass, was wir da gesehen haben. Also solche Läden habe ich echt in Deutschland noch nie gesehen. Und geilerweise haben wir ganz, ganz viel Video aufgenommen. Also du bist da ja gestern wirklich total eskaliert mit Aufnahmen machen. Und wir haben ganz viel Footage aufgenommen. Und ja, habe ich ja schon gesagt, sobald ich wieder zurück bin von meinem Trip hier, werde ich mich also daran machen, ein sehr schönes Video für euch zusammenzuschnippeln. Ne? Hammergeiler Trip gestern in Belgien. Nur mal so kurz ein bisschen fazitmäßig. Und das war es immer noch nicht. Thema Nummer 4. Wir haben heute auch noch was vor. Wir kriegen nämlich heute Besuch. Von wem? Game Mansion Dennis kommt nice. Vorbei. Nice! Der gute Game Mansion Dennis kommt uns besuchen. In weiß nicht, einer Stunde oder so. Wir müssen also gleich so reinhauen. Knapp 1,5 Stunden. Ne? Und zwar kommt er in meine Game Mansion. Genau, in die Kommando Mansion kommt er. Ja. Ne? Und dann sind hier 3 nette Mansion. Und was machen wir zusammen? Wir nehmen ein paar nette Mansion. Wir nehmen ein paar Mini-Talks auf. Wir wollen ein bisschen schnacken und vielleicht auch noch was weiß ich, ein bisschen zocken, je nachdem, was die Zeit so ergibt. Allzu viel wird da nicht gehen, weil wir ja nachher noch streamen wollen. Da wird der Dennis wahrscheinlich dann nicht mehr dabei sein. Ja, aber wir haben auf jeden Fall Bock, so 1-2 coole kleine Talkrunden aufzunehmen und die Gelegenheit einfach mal zu nutzen, ne, mit dem Game Mansion mal was anzuschneiden. Und falls ihr dafür Themenvorschläge habt noch vorher, ne, also ein bisschen Zeit ist ja noch, bitte in die Kommentare hacken. Ne, und vielleicht habt ihr ja Glück und ja, wir nehmen euren Vorschlag auf. Wir haben zwar selber ein paar Sachen im Kopf, aber vielleicht habt ihr eine bessere Idee, Freunde. Ne? Genau. In dem Sinne, sind wir raus, ne? Bis heute Abend. Ciao.